sich da um Edelmetall ins Spiel bringt. Ich nehme mal an, er wird nicht mehr so provokant nach rechts schauen oder nach links in seinem Fall natürlich. Erster Start geklappt und es ist Ehammer mit einem Superstart. Petrucciani ist vorne. Reiss jeweils mit einem super Finish. Petrucciani wird vorne bleiben. Nein, es ist ganz knapp. Reiss oder Petrucciani. 10:57, die inoffizielle Siegerzeit. Und es ist wie immer, wenn diese zwei gegeneinander antreten. Es ist extrem eng. Und ich bin wirklich gespannt. Petrucciani mit einem super Start, das kennen wir von ihm, dem 400-Meter-Spezialisten, und Reiss auf der zweiten Streckenhälfte dann aufgedreht.